Ja, und weiter geht's mit Pokémon Blattgrün. Ja, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gegrindet. Heißt, ich habe meine Pokémon alle jetzt auf ein Level, wie ihr seht. Daruk ist Level 10, Rivali ist Level 10 und natürlich der liebe Zelda-Junge. So, ich hatte auch mir einen Habitak gefangen. Ich habe mit meinen Rivalen gekämpft in dem Weg, das habe ich nicht aufgenommen. Erst hatte ich verloren und dann habe ich doch gewonnen danach. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. So, und jetzt werde ich erstmal in den Vertania-Wald gehen. Mal sehen. Es geht das Gerücht um, dass da sich ein Pikachu aufhält. Also ich weiß, dass ich das im Pokémon Blau mal gefunden hatte. Und dann war das mein stetiger Begleiter. Ob sich die Gerüchte behaupten? So, hier haben wir ein wildes Hornlio. Das werde ich fangen, aber nicht. Ja, gut. Oh, vergift. Halt! Beutel. Ich werde mir auch einen Raupi fangen. So. Ho toll, Hornlio wurde gefangen. Für Hornlio wird ein Pokédex-Eintrag gemacht. Dieses Pokémon lebt in Wäldern und ernährt sich von Blättern. Es trägt einen giftigen Stachel. Möchtest du Hornlio einen Spitznamen geben? Nein. Wenn ich jetzt noch einen Raupi finde, habe ich schon mal zwei Insekten-Pokémon. Oh, das Hornlio darf sterben. Habe ich entschieden. Und zwar mit Windstoß. Und er stirbt. Neunundzwanzig Punkte. Oh. Wie gesagt, ich will gucken, ob ich mir hier ein Pikachu finde. Oh, das Raupi will ich auf jeden Fall auch in meine Sammlung haben. Weil das kann sich echt schnell zu einem Smetbo weiterentwickeln. Macht nichts, wird eingefangen. So. Toll, Raupi wurde gefangen. Ja, wie gesagt, Hornlio und Raupi werden nicht Teil des Teams werden. Nein. Ich werde jetzt erstmal. Nee, ich muss noch keine Pokémon ein. Ich will wissen, ob ich hier ein Pikachu finde. Ah, mit Windstoß kann man die auch gut besiegen. Hornlio wurde besiegt. So. Ich glaube, das Gerücht mit dem Pikachu gehe ich doch nicht nach. Ich werde die beiden Pokémon, die ich gerade gefangen habe, erstmal in die Pokébox verbannen. Da gerade der Vertania City am nächsten ist, bleibt ja halt nichts anderes. Ja, mein Projekt mit dem Supermarkt Simulator läuft ja immer noch. Aktuell
sind wir bei Folge 38? Oder? Nee, 37. Morgen kommt Folge 38. So, Donnerstag Folge 39 und am Freitag kommt schon Folge 40. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, die packe ich jetzt da drauf. Pokémon ablegen. Ablegen. So. Auf dass sie da nie wieder rauskommen. Zugriff auf Wissen-PC. Natürlich ausloggen. Wir wollen ja durch den Vertania-Wald. Wir wollen ja jetzt nach Marmoria City. Den ersten Arena-Orden kriegen. Und deswegen habe ich ja auch gegrindet. Ich weiß nicht, ob ich gegen Rocco eine Chance habe, aber gegen Misty mit meinem Pflanzen-Pokémon werde ich auf jeden Fall eine Chance haben. So. Nein, du solltest doch nicht da rausgehen. Oh. Was macht ihr da? Oh. Ein Pokéball. Nee, ein Trank. So. Wir wollen ja uns nicht an ihm vorbeischleichen, sondern ihn. Hey, du hast auch Pokémon? Lass uns kämpfen. Käfersammler Herausforderer. Hornlio. Ach, weißt du was? Ich mach dein Hornlio mal kurz mit meinem Rivali platt. Windstoß. Zack. Und weg ist dein Hornlio. Oh. Erstmal noch nicht. Erst wenn... Auch Windstoß. Zack, und weg ist das Pokémon. Raupi wurde besiegt. Rivali hat 67. Und schon sind wir bei Level 11. Spieler besiegt Käfersammler Baldur. Raupi hat es nicht geschafft. Ah, Chris gewinnt. Das heißt, jetzt müssen einige Pokémon immer gleichmäßig gelevelt werden. Daruk ist jetzt gleich dran. Ich guck mal hier nach. Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Deswegen habe ich mich auch von der Seite angeschlichen. Eine Herausforderung von Käfersammler Eusebius. Hornlio wird vom Käfersammler Eusebius in den Kampf geschickt. Los, Daruk, mach es. Trete es mit Füßen. Oh, das ist ja nicht so effektiv. Das ist ja fies. Okay, hier können wir nur mit Taubsi was werden. Hornlio sitzt. Was? Der hat jetzt schon meine Inni erhöht, gesenkt? Oh. Daruk setzt Kratzer ein. Daruk schlau, oder? Als nächstes Hornlio. Nee. Da Kratzer ja gerade effektiv ist. Oh nein, der sinkt ja schon wieder meine Eni. Ach, kommt schon. Los, Daruk. Mach mal den Kratzer-Attacke. Oh, gut so. Nochmal. So. Oh, warum wird hier immer die Eni gesenkt?
Hast aber trotzdem keine Chance gegen Daru gehabt. Okay. Kokuna, okay. Nein. Ich glaube, Kokuna machen wir auch mit Kratzer Clan. Oh nein, jetzt schon Härtner. Oh, das wird ein langer Kampf, ey. Aber ich gewinne ihn jetzt schon, das weiß ich jetzt schon. Da er außer Kratzer nichts drauf hat. Oh, komm schon. So. Ah, gleich geschafft. Kokuna ist gleich besiegt. Und weg. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Chris gewinnt. Ja. So, ein Mist. Ich muss ein paar stärkere fangen. Bringt nichts, wenn ich ein paar gute Pokémon habe, die deine Pokémon plätten. Aha, immerhin Gegengift gefunden. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Was ist mal hier? Nichts. Gut. Ich gehe einmal hier rum. Hier rum lag ein Löffelstief. Finde den Pokémon-Trainer. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Eine Herausforderung für Raupi. Kratzen wir es tot. Nein, nicht schon wieder Fadenschuss. Ach, komm schon. So, danke. So, Daruk hat jetzt Level 11 erreicht. Das heißt, das nächste... Oh, ein Karateschlag. Kann hilfreich gegen Rocco werden. Oh, ich glaube, da wechseln wir jetzt auf den lieben Zelda-Jungen, damit er auch Level 10, 11 ist gleich. Und dann geht's wieder zu Rivali. Dann nehmen wir Rankenhieb. Ist eigentlich nicht sehr effektiv, aber... Was soll's? Tackle? Hallo, was soll das? Raupi? Ah, Tackle ist gut. Einmal Heuler. Angriff schwächen. So. Ja, Tackle. Ah, ich hätte einen vom Feuer besiegen können, aber ich... So, und auch Zelda, Junge, erreicht Level 11. Spieler besiegt Käfersammler Emil. Oh nein, alles ist schief gegangen. Ja, heul. Ah. Ach, hier sind wir. Ein Hornlio. Komm schon. Los, Daruk. Kampf. Karateschlag. Oh. Okay. Dann kratzt es zu Tode. So. Okay. Das sind halt nur Zufallskämpfe.
So. Kampfkratzer, so. Tackle, wo? Oh, war ja gar nichts. Komm. So. Halt. Da ist einer. Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ja, das weiß ich. Vor allem kann Raupi sich sehr schnell entwickeln. Ach, ein Safcon. Weiterentwicklung von Raupi. Einmal Karateschlag. So. Härten auf. Nehmen wir Kratzer. Oh, ein Volltreffer sogar. 108 sogar. Oh ja, das ist gut. Nein, ich mache die alle jetzt auf 12. Oder ich versuche es wenigstens. Oh, nicht schon wieder im Fadenschuss. Das sinkt doch. Lässt euch mal die Eni senken. So. Oh. Nein. So, Kratzer. So. Ich muss bald meine Pokémon doch auch wieder heilen. Nee. Okay, das. So. Safcon ist auch wieder besiegt. 108 wieder. Und es fehlt nur noch ein paar Punkte für Level 12. Das heißt also, Daruk darf noch ein bisschen im Feld bleiben. Ein wildes Safcon erscheint. Kratzer, so. 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 Dann gucken wir mal. Ja, jetzt ist gut. Und Level 12. Heißt, Tausch mit. So. Ich weiß, dass hier immer ein Item lag und das liegt hier immer noch. Ein Trank gefunden. Ein Ether wäre nicht schlecht. Ein E-Teile-Lager. Okay, los, Rivali. Feg es weg mit Windstoß. So. 41 nur? Ja, weißt du was, wir. Hey, warte, warum die Eile? Hast du 200... Alter, du willst mich echt verarschen? Ein simples Hornlio. Das fege ich doch mit Windstoß weg. Oh. Und jetzt tackle ich's weg. So. Mal sehen, wie viele Punkte es gibt. Ah. Uff, du bist zu gut. Ich gebe auf. Chris gewinnt 108 Pokédollar. So, ich will auch Rivali jetzt auf Level 12 haben noch.
Nö, nicht so ein Witz. Luschen-Pokémon. So. Jetzt muss ich extra ein Hornio. Oh, komm. Oh, wieder ein Raupi. Aber wie gesagt, also jetzt nähern wir uns Rocco. So. Das ist sehr effektiv. Raupi wurde besiegt. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Na komm. Los. Ha. Oh, noch einmal. Einmal noch. Alter, vergeht die Zeit schnell, ey. Ich bin doch gerade erst in den Vertania-Wald reingegangen. Und schon sind fast 22 Minuten vergangen, ey. So. Level 12. Heißt, das nächste Pokémon, das jetzt Level 12 erreichen muss, ist der liebe Zelda-Junge. So, aber erst Route 2. Warte mal. Können wir hier schon den nächsten? Nee. Nee. Rankenhieb. Jo. Ratfratz wurde besiegt. Ich will hier gucken, welche Pokémon noch man hier bekommt. Wildes Horndio. Trankenhieb. Einmal Kleinhauen. Oh, der hat sich gewehrt. Gut. Das sind gute Pokémon. So. Ja, was sollte das jetzt? Okay. So. Wie gesagt, also ich will jetzt hier noch ein bisschen bis Level 12 machen. Wo ich dann... Oh. So, den haben wir auch weg. Na komm. Oh, Taubsi. Das ist schön. Das besamen wir mal eben. Auch. Ha. So. Dann tackeln wir es. Topsy macht auch Tackle. Dann werden wieder ein paar Punkte abgezogen. Zack. Dann wird wieder getackelt und Topsy ist besiegt. Und schon sind wir in Mamoria City, aber ich werde erstmal, wenn gleich erst die Arena betreten. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, damit die wieder fit sind. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder.
Wolltest du einen Habitak oder so? Hallo, schön dich zu sehen. Du bist unhöflich. Du könntest mich auch begrüßen. Also, erzähl mir ein wenig von dir. Sag mir dein Profil. Erzähl mir etwas Gutes über dich. Wie lautet dein Profil? Info. Ein Profil besteht aus 4 Wörtern oder Phrasen. Es gibt unzählige Wörter, um mein Profil zusammenzustellen. Die Wörter und Phrasen sind in praktischen Gruppen unterteilt. Wähle zunächst eine Gruppe und anschließend das Wort. Es ist leichter, als es sich anhört. Probier es doch einmal aus. Erzähl mir etwas Gutes über dich. Wie lautet dein Profil? Ja. Wie lautet dein Profil? Okay. Ich Trainer. Du bist dran. Groß. Okay. Aktionen angeben. Du bist dran, angeben. Ja. Du bist dran, angeben im Pokémon? Dein Profil sagt wirklich etwas über dich aus. Da ich dich jetzt besser kenne, sind wir noch enger als zuvor befreundet. Warte mal, ich weiß nicht. Bekam man von dem das legendäre Pack? Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Okay. Ja, ich werde jetzt noch meinen Bisasam auf Level 12 hochpushen. Und dann geht's ab in die Marmoria Arena. Mit Daruk. Ein wildes Radfratz erscheint. Rankenhieb. Los, Zelda-Junge, mach das mit dem Rankenhieb platt. Guter Zelda-Junge. Ah, wir kommen langsam auch der 12 entgegen. Jetzt haben wir ja noch das Raubbrief für uns und dann geht's ab. Rocco ein bisschen ärgern. Na? Robby will selbst Fadenschuss ein. Oh, das wird langsam langweilig. Kampf, Rankenhieb, los. Danke. 30. Und schon sind wir genau da, wo ich sein wollte. So, jetzt geht's Rocco an den Kragen. Der wird seine Zeit nicht mehr froh sein als Arenaleiter von Marmoria City. So. Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mondstamm nach dem Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. So. Ich habe ja gesagt, ich will ja Daruk auf Platz 1 jetzt wieder haben. Kommt auch. Hallo. Sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer. Aber ich kann dir ein paar Tricks geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja, alles klar. Dein Weg kann das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Probier es aus, um so deinen Gegner besser zu verstehen. Wir gehen erstmal zu ihm hier. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ja, ich müsste mal gucken. Gab es jetzt einen Trainer vor Rocco oder zwei? Ich bin jetzt mir nicht mehr sicher. So, los Daruk. Da machen wir einen Karateschlag draus.
und weg. Ein Volltreffer. Kleinstandgegner wurde besiegt. Daruk erhält 100. Oh. Nein. Sandam wird von Camper Georg in den Kampf geschickt. Und natürlich wird das auch mit einem Karateschlag abgewickelt. Oh, doch nicht. Jetzt wird die Genauigkeit gesenkt. Aber ich benutze einen Fußkick. Auch das hat leider keine Wirkung. Wie sieht es mit einem erneuten Karateschlag aus? Ah, fast. Oh. Ging daneben. Oh, das ist nicht gut. Heißt, ich muss mal gleich Daruk ein bisschen heilen. Oh. Mist, Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Chris gewinnt 220 Poké-Dollar. Wegen dir darf ich jetzt meinen Daruk hier wieder heilen, ey. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, Daruk wird bald Level 13 sein. Ah. So. Willkommen, wir heilen deine Pokémon. Okay. So, danke. Okay, Rocco, zieh dich warm an, denn jetzt kommt es härter. Und es wird noch härter. Der Liebe und die Wahrheit, die verurteile ich nicht. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung, felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Yep. Eine Herausforderung von Leiter Rocco. Kleinstein wird von Leiter Rocco in den Kampf geschickt. Los, Daruk. Du hast die wahre Macht, mit einem Karateschlag das Kleinstein klein zu hauen. Oh. Wenn er jetzt Finale einsetzt, dann haben wir gewonnen. Oh, Tackle. Na gut, nochmal Karateschlag. Kleinstein wurde besiegt und... Oh. Als nächstes wird Onix von Leiter Rocco eingesetzt. Wird Chris das Pokémon wechseln? Ja. Und zwar zu Rivali. Daruk, gut, komm zurück. Los, Rivali. Onix wird von Leiter Rocco in den Kampf geschickt. Ja, nimm mal ein bisschen Windstoß. Setz Windstoß ein, ja. Das ist nicht sehr effektiv. Verletzt, okay. Da müssen wir mal eben kurz das Pokémon nochmal wechseln. Rivali kann nicht ausgetauscht werden. Oh nein, so lange gewickelt. Tackle. Das ist nicht sehr effektiv. Solange Rivali in Klammergriff ist, ist es scheiße. Es war ein Fehler, Rivali einzutauschen, ey. Oh oh. Mach's gut, Rivali. Aber da das hier keine Nuzlocke-Challenge ist, heißt Rivali bleibt ein Team. So.
So. Ha! Darum wurde durch Klammergriff verletzt, aber nicht sehr stark. Ich benutze jetzt nochmal den Karateschlag, was sehr effektiv ist. Ah. So. Und das war's. Besiegt. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Spieler besiegt Leiter Rocco. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Chris erhält den Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Chris gewinnt 1400 Poké-Dollar. Warte, nimm das hier mit. Chris erhält TM 39. TM 39. Eine TM enthält Pokémon erlernen können. Man kann die nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, das du einer Timbe. Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Der Ene wird zugleich gesenkt. Danke. Ja, dann habe ich schon jetzt schon den ersten Orden gewonnen. So, heile meine Pokémon und dann wird die Aufnahme beendet. So, komm jederzeit wieder. Ja, und wie es bei Pokémon Blattgrün weitergeht, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Also, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Koganto bei Pokémon Blattgrün. Ciao!